Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von WoW Classic. In der letzten Folge habe ich euch gezeigt, wie man das Fass in der Schenke unten vertauscht. Dann bin ich habe ich euch jetzt erspart den Weg zum Questgeber abgeben können. Wenn wir abgeben, werden wir wahrscheinlich Level Up haben. Mal sehen. Muss da nicht passen. Das ist das Fass mit Donnerbier, was wir vertauscht haben. Level Up, Level 8. Das ist schon ein guter Start, oder? So, jetzt müssen wir 6 Eisklauenbären, 8 alte Klippeneber, wovon ich schon einen auf dem Weg hierhin getötet habe, und 8 Schneeleoparden. Die laufen alle hier irgendwo durch die Gegend. Muss ein bisschen gucken, ein bisschen suchen, ein bisschen wieder viel laufen, damit man sie findet. Da gibt es leider keine Stellen, wo die immer genau sind, sind überall verteilt. Da ist zum Beispiel ein Eisklauenbär, den nehmen wir sofort mit. Fehlen nur noch 2 Level, dann bin ich mal gespannt, wie der mit 2 Waffen abgeht, der Schurke. Da ist ein alter Klippeneber. Bleib stehen. Nummer 2, erstmal wieder heilen. Nehmen wir die erst. Dann geht's weiter. Ich sehe jemanden. Ach, da ist wieder ein Schneeleopard. Jo. Ran an den Feind. Das ist auch gleich Geschichte. Na los. Geh schlafen. Geht doch. Kleiner Lederkragen. Können wir auch verkaufen. Gucken, was hier noch so ist. So rumfleucht. Durch die Botanik. Da ist wieder ein Eisklauenbär. Sehr schön. Komm hier, hier bin ich. Ja, genau. Komm zu Papa. Zwei von 6. Kurz warten. Oh. Schön. Wurde ich wieder gebufft mit. Ausdauer um 8. Sofort 80 HP mehr. Für eine halbe Stunde. Nicht schlecht. Hier ist nichts. Soweit. Sollte man auch nicht lang gehen, dann kommen dann wieder die Schwächeren. Die kleineren Gegner. Ein Schneeleopard. Stufe 8. Kein Problem für uns. Ist noch einer. Hey. So.
noch einer nicht. Das ist zu viel. Komm, geh schlafen. Jo, jetzt bist du dran. Ja, da ist er. So, na los. Leg dich hin. So. Die sind müde, die wollen schlafen. Kurz zeigen. Kurz hinsetzen. Bisschen ausruhen. Da, 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 da. Da vorne sehe ich einen Eisklauenbär und einen alten Klippeneber. Ja. Die brauchen wir auch. Nehmen wir sofort mit. Und wieder ein Hoppelhäschen. Oh, Heilung bekommen. Eisklombeer doch. Ja, komm, geh du auch schlafen. Leg dich hin. So, Gevatterbär. Ja, fast die Hälfte haben wir schon. Oh, hier war einer fleißig. Das ist der nächste Eisklonbär. Was haltet ihr so vom Schurken im WoW Classic? Ist er gut, ist er schlecht? Liebt ihr ihn oder hasst ihr ihn? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie er bei Level 10 abgeht. Wenn er beidhändig machen kann. Dann wahrscheinlich zwei Einhandwaffen halten kann. Zwei Dolche am besten. Da ist ein toller Frostmähen. Kopfjäger. Ja, wenn alle mehrere zusammen, immer das ein bisschen blöd. Alleine kriegt man die fast nie. Das mache ich mal später. Da ist wieder ein Eisklaubenbär. Den will er sich schon schnappen oder wie? Ja, will ihn haben. Dann nehmen wir ihn. Nimm ich den nächsten. Komm her. Die Bären halten noch Winterschlaf. Was machen die denn hier? Die sollen noch schlafen. Und dann helfe ich ihm dabei einzuschlafen. So, nur noch einen einzigen, dann habe ich das auch schon fertig. Ah, ein Schneeleopard. Komm her. Ja. Haben wir die Hälfte auch schon davon. Wieder hinsetzen.
Da ist wieder ein alten Klippeneber. Da ist noch einer. Jo. Ja, schneller. Ja, komm her. Brauche ich nicht hinterm Baum verstecken. Ja, hatte ich schon gesehen. Auch schon die Hälfte zusammen und ein Malachit, ein Edelstein gefunden. Das ist besonders gut für, wenn man Juwelierkunst machen möchte. Braucht man viele Edelsteine. Bekommt man ab und zu mal auch von, wenn man Erze abbaut. Mit Bergbau. Kann man Erze abbauen. Zu Anfang Kupfer. Bekommt man ab und zu mal auch ein Juwelier daraus. Unter anderem Malachit. Eben kurz hinsetzen. Da ist ein Schneeleopard. Bisschen weit weg. Da ist ein Bär, den haben wir schon. Schneeleopard und alten Klippeneber. Und was ist ein Schneeleopard? Komm her. Ja, ja. Ja. Na los, komm. So, brauchen wir auch nur noch drei von. Könnte auch mal einen neuen Dolch gebrauchen, der ein bisschen besser ist. Komm, dropp einen Dolch für mich. Natürlich nicht. Wer ist der denn schon? Hier. Da. 2 bis 4 nur. Ja. Muss ich einen neuen haben. Der ist ein bisschen zu schwach geworden. Werde ich mal nachher zwischen den Aufnahmen in Karnos gucken, beim Händler. Und ob ich da einen besseren Dolch bekomme. Das möchte ich euch ersparen, den Weg lieber, jeweils hin und zurück. Das möchte ich euch nicht unbedingt antun. Da werde ich dann abseits der Aufnahme mal schauen. So, noch haben wir ein bisschen Zeit. Na, wo haben wir noch ein Opfer? Alles hier tot, mein Gott. Das war ich aber nicht. Keiner da? Keiner da? Dann gehen wir hier nach eben hin, gucken, ob wir hier schon Dolch kaufen können. Lederrüstungshändler, ne. Hat leider keine Waffen. Das kann alles weg. Oh. Kaufen wir. Kaufen.
Kaufen. Alles einmal kaufen. Ja. Das hat sich gelohnt. Haben wir wesentlich mehr Rüstung. Das abnehmen. So. Manchmal an dieser Stelle Schluss für heute. Wie gesagt, zwischen Aufnahmen gucke ich wegen Dolch. Dann geht es in der nächsten Folge hier bei dem guten Mann in Brunal wieder weiter. Bis dann, noch einen schönen Tag und tschüss.